Laden wir hier nochmal auf, schnell. Und dann geht's wieder ab in den Süden. Und dann bekämpfen wir Gary. Weil ich hab den irgendwie... Ich glaube, ich habe den Weg durch den Wald nicht so lang in Erinnerung gehabt. So. So, jetzt sind wir schon im Wald. Jetzt geht ab. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Ach genau. Ein Raupi. Level 3. Schön, können wir mal mit Alex. Es sieht von hinten aus wie ein Hase. Tackle. Sehr schön. Los! Das kriegst du hin. Boah. Sehr schön gemacht. Okay. Weiter geht's. Oder auch nicht. Ein Saftkorn. Level 3, 3, 3, 3. Level 6. Das kann nur Härtner, ne? Machen wir es mal mit dem guten Alex, mit dem Nidoran kaputt. Wobei das jetzt immer weniger abzieht, ne? Ja. Okay. Dann machen wir mit Raupi weiter. Das ist wenigstens im gleichen Level. Oh, das zieht ja auch noch so wenig ab. Oh Gott. Nichts geschieht. Okay, der hat sich komplett schon aufgelevelt. Oh nee, ey. Das wird mir hier... Das dauert mir zu lang. Ruckzuckieb. Weil es schon so voll ist, ne? Ah, hier Donnerschock. Okay. Yay! Alex hat Level 5 erreicht. Raupi hat 20, dann ist er 20. Sehr schön. So, was haben wir jetzt? Wieder ein Raupi wahrscheinlich. Natürlich, was sonst? Level 4. Versuch das wieder mit Alex kaputt zu machen. Das war gut. Weil irgendwie müssen wir jetzt hier, also vor allem Alex, weil das will ich ja länger, ein bisschen länger behalten. Das Pokémon. Wenn nicht sogar bis ganz zum Schluss, weiß ich nicht. Halt so lange wie es geht, bis es halt irgendwie zu schwach wird oder so. Ja, deswegen muss ich das jetzt am besten schon irgendwie aufs Level von Pikachu kriegen. Deswegen ist es halt auch an oberster Stelle. Och, komm. Ich wechsle auf Dennis. Ruckzuckieb hier. Yay! Alex ist Level 6. So, jetzt müsste er eigentlich auf dem gleichen Level sein
Wie das Raupi, ne? Ja. Ich lasse den guten Alex... Halt, stopp. Den guten Alex aber mal da oben an der Spitze. Gehen wir mal hier lang. Ein Raupi. Level 6. Nee. Weil Alex gerade so wenig Energie hat, wechsle ich wieder auf Dennis. Ich könnte es natürlich auch mit dem anderen Raupi machen. Aber... Nee! Nee, nee, nee. Ach komm, gehen wir hier durch. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Besonderes. Ein wildes Raupi. Level 4. Ach komm. Wie viele Tränke haben wir dann noch? Item. Trank 3. Komm. Alex kriegt mal einen Trank. Und dann kann der gute Alex das gute Raupi nochmal kaputt machen. Achso. Seine Attacke ging daneben. Ich hab da irgendwie falsch gelesen. Yes. Nice. Okay, nix. Man könnte ja noch nach links gehen, ne? Okay. Ja komm, machen wir jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ein Saftkorn. Level 4. Könnte man mit Alex hinkriegen. Wie schnell das auch angreift, ne? Das ist unfassbar. Mit diesem Kackhärtner, ne? Ah, das war ganz gut. Komm, das kriegen wir hin. Ach. Ist doch mach. Oh, noch ein Treffer. Sehr schön. Yay, Level 7. So, was mit dir? Hallo, hast du ein Pikachu bei dir? Achso, du willst kämpfen. Jo, wer bist du denn? Göre möchte kämpfen. Nidoran, weiblich. Ist mein Pikachu eigentlich weiblich oder männlich? Weiß ich nicht. Ich hoffe mal, es ist männlich. Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Wenn nicht, kann ich es ja noch schnell zurückziehen. Ja gut, Heuler ist schon mal ganz gut. Ging auch noch daneben. Tackle, wie viel zieht's ab? Joa, geht eigentlich. Mach irgendwann bitte nochmal Heuler. Bin ich zufrieden. Ist tot? Nice. Yay, Level 8. Richtig geil. Das geht richtig schnell. Hornattacke. Das heißt, wir können jetzt Gegner, glaube ich, vergiften. Männlich. Ja, ich möchte ganz gerne wechseln, weil ich halt nicht mehr so viel Energie habe. Beziehungsweise Alex hat nicht mehr so viel Energie. Deswegen. Komm, hier mal Donnerschock. Silberblick. Komm. Ja.
Pikachu ist so süß. Ja, ist auch meins. Achso, ich wollte gucken, ob es männlich oder weiblich ist. Kann man das irgendwo sehen? Ich weiß, dass man Gold, bei Gold konnte man das sehen. Aber hier gibt es anscheinend nur eine Unterscheidung. Wow, nicht... Obwohl, doch, ich könnte hier tauschen. Tauschen wir mit Alex. Nein, nicht tauschen, ich möchte Status gucken. Ja, aber hier steht anscheinend nichts, ob es männlich oder weiblich ist. Dann wird wirklich nur bei Nidoran der Unterschied gemacht. Was ist hier? Ein wildes Raupi. Level 5. Mache ich mit meinem Level 6 Raupi kaputt. In was entwickelt sich Raupi überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. Was entwickelt sich Raupi? Wo kommt denn Smetbo raus? Ist das hier Safcon oder Kokuna oder sowas? Komm, da krieg ich hin. Okay, nice. Was steht hier? Bei Vergiftung hat sich das Gegengift aus dem Pokémon-Supermarkt bewährt. Ja, hier ist der Baum, ne? Ein Taubsi. Level 8. Dennis muss da jetzt herhalten. Du mit deinem Kack-Sandwirbel, ne? Was ist das? Dude. Also ein Taubsi? Weiß nicht. Oh, ein Item. Oh, ich habe einen Pokéball gefunden. Nice. Gut, dass ich nochmal hier hingegangen bin. Weil Pokébälle kosten ja, ich glaube, 200 Yen oder so. Okay. Dann gehen wir jetzt schnell in den Poké-Dings. Ach komm, wir gehen hier mal ein bisschen über die Grünflächen. Kann ja sein, dass wir noch irgendwas finden. So, mit der Pokémon, da ist der Pokémon. Pokécenter. Heilen bitte. So, können wir damit schon gegen Dings ankämpfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Versuchen es einfach mal. Würde ich sagen. Halt. Speichern. Ich glaube, wenn ich einen Schritt jetzt weitergegangen wäre. Boah, schon eine Stunde 45 nehme ich auf. Alter Verwalter. Hey Jule, bla 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 bla, wir haben das schon alles gehört. Oder steigt er jetzt mit der Levelanzahl an, sodass ich den nicht kaputt kriege?